Moin. Ja, kurzes Infovideo. Das ist normalerweise, die Stadt ist hinter mir. Ja, die zeige ich jetzt nur in diesem Video kurz nicht, weil diese Videos schon aufgenommen worden sind, aber noch nicht verfügbar. Ich muss gerade wieder husten. Aber das ist nur ein Infovideo und zwar dafür. Zack. Links. Developer-Konsole. Ja, da können wir mal kurz hier gucken. Starts. Seht ihr aktuell. Ich habe gerade erst gestartet. Das muss ich erstmal einpegeln. Average, Min-Max, das ist die FPS. Die Developer-Konsole, könnt ihr ein bisschen rumspielen, wie ihr wollt, aber das Interessante ist ja eigentlich für die Leute, die sich mal gefragt haben, für die sogenannten Schönbauer, wenn man die Home-Taste drückt, warte mal, erstmal muss ich das wegmachen und dann muss ich die Home-Taste drücken. Auf der deutschen Tastatur ist es, glaube ich, POS 1 für Position 1, dann habt ihr hier eure Assets und den ganzen Kram, eure Props. Wenn ihr dann, das ist mit der Maus, die ist ein bisschen weit rechts, und wenn ihr dann hier unten runter geht, zum Beispiel Motorcycle, habt ihr das an der Maus. Und dann stellt ihr das Ding halt irgendwo hin. Ich habe festgestellt, wenn ihr hier ein Auto drauf stellt, das rollt runter. da ist es. Müsst ihr mal gucken. Einige Sachen gehen interessanterweise frei platzierbar, andere wiederum nicht. Ja, warum das ist? Das ist jetzt ein Quick and Dirty. Also wer das unbedingt meint, da jetzt die Props, ich habe dafür die Kohle nicht. Deswegen, warte mal, scroll mal raus. Aber ihr könnt euch die da greifen, ne? Könnt ihr hier platzieren. Und ihr müsst in der Command-Line nur Developer-Mode mit angeben. Das ist jetzt bei Steam-Version ziemlich einfach. In der Xbox oder X-Pass-Version, Game Pass-Version, die ich ja hier habe, geht das wie folgt. Jetzt kommt ein kleiner Cut. So, da bin ich wieder. Das ist also die Game Pass-Version. Die habe ich in dem Extra-Folder installiert, also einen anderen angegeben als den Standard-Folder. Da geht ihr also rein. Der ist bei mir halt hier, wie auch immer euer Folder heißt, wo ihr das installiert habt. Geht ihr hin, habt ihr die Cities 2 Exe, ne, macht den Rechtsklick drauf und sagt hier, dass ihr dort einen Shortcut, ich weiß nicht, wie heißt das Ding, Verknüpfung erstellen, heißt auf Deutsch erstellen wollt, dann macht ihr euch eine Verknüpfung, das wäre jetzt die hier, ne, ist die Verknüpfung. Mal Rechtsklick wieder, macht auf Eigenschaften und schreibt da hinten, hinter den Anführungsstrichen, nicht davor, nicht vergessen und die Anführungsstriche drin lassen, Strich Developer Mode, großes M bitte. Ja, und dann kommt nichts mehr. Und dann startet ihr das Spiel hier drüber. Und mit der Tab-Taste kommt ihr in das Menü, was auf der linken Seite eben zu sehen war. Und mit der Home-Taste bzw. POS 1 könnt ihr die Lots aufmachen. Ne, die Props, so rum. Quick and dirty. So geht's. Ne? Bis dann. Ciao.